Damit hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu einem, naja, Update. Und zwar spielen wir weiter Crosscode und wir werden das Ganze jetzt... Warte, was? Und ich glaube, nach dem Krabbenboss haben wir nämlich angefangen. Genau. Ja, das wissen wir schon. Und wir müssen einfach laufen. So viel haben wir schon mal. Also quasi ist das jetzt hier nur eine kleine Auffrischung von dem, was wir schon hatten. Damit wir uns nochmal hier komplett reinfinden. Dies, das, Ananas. Also quasi, wenn die Teile uns treffen, dann ist das eine komplette Zerstörung. Deswegen so schnell wie möglich hier denen ausweichen. Ja, sonst sind wir quasi so richtig am und im Arsch. Okay, da nicht. Ja. Wow. Und ab dafür. Ich muss auch selber manchmal nochmal überlegen, wie, wo, was war. Und ja. Okay. Dann ab hier beginnt quasi das Ganze nochmal. Und das schauen wir uns an. Okay. So, ich weiß jetzt nicht, warum er das Ganze jetzt nicht auf Deutsch gestellt hat. Da steht es jetzt auf Deutsch, ich weiß nur nicht. Okay. Das kennen wir ja schon alles. Vielleicht noch ein Translation-Fehler? Hm. Was zur blutigen Hölle? Was hat das alles zu bedeuten? Hm. Und dann geht es ab nach Crossworlds. Und was uns da erwartet, das sehen wir jetzt, liebe Leute. Ah, jetzt ist es auf Deutsch. Wir haben es geschafft, Lea. Hm. Ich kann immer noch nicht glauben, was auf der MS Solar passiert ist. Wie auch immer, wir befinden uns auf dem offiziellen Playground. Dieses Gebiet ist mit aller nur denkbaren Sicherheitsvorkehrungen ausgestattet. Eine Einmischung durch dieses blaue Individuum wäre hier höchst unwahrscheinlich. Lass uns erst einmal fortfahren. Nun, dies ist Rhombus Square. Oder um genau zu sein, Newcomers Bridge. Es dient als offizielle Einführung zu Crossworlds. Daher habe ich direkt vor der letzten Etappe platziert. Habe ich dich direkt vor der letzten Etappe platziert. Es ist äußerst wichtig, dass wir diesen Teil auf den offiziellen Weg erledigen. Um keinen Verdacht zu erregen. Hä? Ah, richtig. Wo wir vom Verdacht sprechen. Lea, hör mir zu. Okay. Es ist von äußerster Priorität, dass du wie eine reguläre Spielerin wirkst. Wir müssen unbedingt vermeiden, gemeldet zu werden. Report, report! Hi? Ah, genau. Mach dir nicht so viele Sorgen wegen deinem Problem mit der Sprachsynchronisation. Du bist tatsächlich nicht die erste Spielerin mit dieser Problematik. Hä? Jedenfalls, sei einfach vorsichtig, in Ordnung? Okay. Ja. Dann.
In den meisten Spielen sollte ein Neuling sein wie du. Veteranen übrigens diesen Teil meistens wie zu erwarten. Okay. Ja. Die diskutieren da, warum die Laserzäune aufgestellt haben. Hier kann man... Das finde ich auch cool. Kannst auf die Bank drauf hüpfen. So. Das ist schon mal nicht schlecht gemacht. Das konnte man ja eigentlich schon im letzten Part. So. Ihr Spieler, ihr seid alle da, den letzten Part der Newcomers Bridge zu bewältigen. Ihr werdet mit den Vielzahlen Rätseln kämpfen müssen, kontrolliert. Und macht eure vorigen Abschnitten gelernt habt zunutze. Ihr könnt erwartende Fähigkeiten im Laufe des Abschnitts noch erweitert werden. Als Belohnung, ja. Okay. Yo! Pardon, ich habe dich nicht gesehen. Hi. Bonjour. Du bist auch neu hier? Ja, ich gehe mal von aus. Aber ich habe dich hier noch gar nicht bemerkt. Oh, heißt das, dass du mich eingeholt hast? Ja. Hä? Du musst die Einführung sehr schnell erledigt haben. Aber ich habe den Dreh jetzt auch raus. Du wirst mich in diesem letzten Abschnitt nicht besiegen. No? Wir treffen uns dann am Ende. Ich werde auf dich warten. Was? Au revoir. Sie will sich sofort mit jemandem messen, was? Okay, gut, machen wir das mal. So, ne? Der Rookie Dungeon. Der Typ reibt sich die Finger schon so nach dem Motto. Welcome. Ah, sie haben ein Willkommensschild aufgehängt. Sehr gastfreundlich. Suchst du nach dem Rotschopf von eben? Ja. Nun, ich fürchte, du wirst sie hier nicht finden. Du musst wissen, jeder Spieler wird eine separate Instanz dieser Räume gebracht. Hä? Du hast eine Menge Rätsel vor dir. Du würdest dort wirklich keinen anderen Spieler um dich herum haben wollen. Also geht es wohl jetzt darum, wer für sich alleine am schnellsten ist, richtig? Ja, ich denke schon. Gucken wir einfach mal. In Ordnung, Lea. Ich werde jetzt ein paar Minuten abwesend sein. Ich werde Jet und Carla kontaktieren und versuchen, Informationen über das blaue Individuum zu erfahren. Ich bin mir sicher, dass du alleine zurechtkommen wirst. Bis später. Hi. Ich muss wirklich an deinem Vokabular arbeiten. Ja. Das solltest du tun, mein Freund. Ah, okay. Ich muss jetzt selber erstmal wieder reinkommen. Um hier ein bisschen so... das Ganze wieder in Action zu bringen. Aber ich meine, das waren noch so die einfachsten Sachen. Warte mal. Ja, stimmt, das war noch das Einfachste. Das war noch mit am einfachsten. So, alles runtergefahren. Ab dafür. Dies, das Ananas. So, zack. Was halt immer noch sau super ist, ist halt die musikalische Untermalung. Den ganzen. So. Okay. Das haben wir dann super geschafft.
Ringmenü ist aktiviert. LTE öffnen, um das Ringmenü zu öffnen. Okay. Items benutzen. Öffne die Karte. Untersuche Umgebung. Okay. Green Leaf Tea, Sandwiches. Alles, denke ich mal, Gegenstände zum Heilen. Hervorragend. So, na, Ziel muss gelernt sein. Einfach mal die Taste gedrückt halten, dann geht es auch schneller. Okay, jetzt ist... Ab jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie, wo, was. So, das ist ja kein Problem. So, okay. So. Die netten Leute von Radical Fish Games sind, by the way, auch gerade im Stream anwesend. Mal ein bisschen nachschauen, was hier von sich geht. Also sagen wir aber immer ganz gepflegt Hi. Ne? Weil letzten Endes die netten Jungs bzw. der nette Felix ist die Kooperation ja mit uns eingegangen und ja. Ich denke mal auch nicht ohne... Okay. Nicht ohne Grund. Ah, okay. Und ja, ich denke mal, auch wenn man sich gegenseitig ein bisschen sympathisch ist, dann geht so eine Kooperation auch schon okay. Und wenn man da die Sachen... Was zur Hölle? Okay, okay. Man muss da immer was aufpassen. Und wenn man sich halt an ein paar Sachen hält und diese Sachen auch immer einhält, ist das Ganze auch, ja, schon okay. Also so sehe ich persönlich das auch immer, ne? Ach, das war schon wieder zu früh. So. Okay. Ah, ja, das war schon... Wow, richtig greedy und knifflig. Aber nicht schlecht. Nicht schlecht. Also da muss man schon ein, zwei Mal drüber nachdenken, wie, wo, was. Na. Ja, komm schon. Wir nehmen auseinander. So, jetzt auf der anderen Seite. Ich wusste es. So, zack. Ja, wenn man die Engine ein bisschen raus hat, dann geht das Ganze. Achso, jetzt von beiden Seiten, ja? So, und zack. Juhu. Ab dafür. So, bis jetzt ist es immer noch easy peasy lemon squeezy. Also... Wenn man sich nicht gerade wie ein totaler Vollpfosten... Okay. Na, komm schon. Ja, mit dem Xbox One Controller ist es halt ein bisschen das schwieriger. Weil man... Naja. Wie soll ich das jetzt erklären? Mit einem Xbox One Controller ist die Steuerung so sensibel, man sieht es ja gerade so, zack, und ja, nicht so einfach, wie man es denkt. Okay, okay. Aha. Okay, ich verstehe. So,
Bitte trifft den richtigen Winkel. Ha, geht doch. Okay. So. Ah. Okay, okay. Haben wir das Ganze doch noch hingebogen? Ja, ich denke mal, sollte ja ganz das Ganze kein Problem sein. So. Aha, so ging das Schild. Ich war gerade am Überlegen, wie das Schild nochmal ging. Zack. Aber... Oh, oh. Ja. So. Und zack, haben wir den abgewürgt. Okay, weiter geht's. Und... Wir müssen das jetzt eigentlich... So, ratzefatz. Und ja. Langsam füllt der Chat sich auch wieder. Und wir sagen einfach mal Hallo an den netten Pikachu. Ich bin zurück. Ah, hi. Grüße von Jet und Carla. Auf der MS Solar ist alles wieder normal. Es gibt keine Spur mehr von dem blauen Individuum. Ich habe versucht, etwas über ihn zu finden, aber ohne Erfolg. Okay. Wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass er keine Verbindung zum offiziellen Spiel hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein regulärer Spieler Crossworlds verlässt, um derart herumzutoben. Irgendetwas Seltsames geht hier vor sich. Nicht zu vergessen, dass er dich erkannt hat. Dein Gedächtnis könnte darauf vielleicht einige Antworten haben. Wie auch immer, wir sollten uns deswegen keine Sorgen machen. Unser Ziel ist es einfach, Crossworlds zu spielen. Jop, gehe ich mal von aus. Und wie ich sehe, hast du bereits sehr viel Fortschritt gemacht. Also, vorwärts! Auf geht's! Okay. Jetzt gibt's erst nochmal ein nettes Upgrade. Moin. So, okay. Das Charaktermenü lässt sich mit der Menütaste öffnen. Okay. Inventar, Ausrüstung. Dies, das, Ananas. Öffnen wir mal hier. Kriegen wir Rookie Boots. Dann das. Dann das. Und das. Okay, dann machen wir das. So, Inventar. Sandwiches. Das ist Rookie Blade. Ich glaube, das müssen wir bei Ausrüstung müssen wir das anlegen. Genau, Rookie Head. Nein. Ah, okay. So, dann... Okay, machen wir zwei Rookie Blades. Okay. Und Rookie Boots werden angelegt. Bababababab.
Sind gerade einige Fragen im Chat aufgekommen, die ich aber erst später beantworten werde. Wie nehmen wir das so auseinander? Oh, stimmt, die Gegner geben bereits XP-Punkte. Okay. Wow. Ich halte mir... Na, auf Abstand. So. Oh. So. Mal ein Sandwich verknuspern. Okay. Aha. Komm, weg da! Ach Gott! Nein, verdammt! Wow. Okay. Da auf jeden Fall nicht unterschätzen, die Gegner. So wie ich es jetzt am Anfang getan habe. Sonst ist man ratzefatz weg vom Fenster. So, einmal links. Einmal rechts. Und so. Okay. Das ist natürlich jetzt auch so. Warte mal. Konnten wir nicht Feuerelemente auswählen oder irgendwie? Irgendwie sowas war das doch, oder? Oh Gott. Ich darf jetzt nicht hier auf Full Rambo machen wie eben. Was daraus kommt, das sehen wir ja, ne? So. Oha. Ja. Das sind die letzten, deswegen gehen wir mal hier im Rambo-Modus durch. So, und... So. Und was uns hinter dieser Tür erwartet, das sehen wir im nächsten Part mit dem Level Up. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schaltet dann auch wieder ein und bis dann. Ciao!